Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Heute mal, ich soll sagen, aus aktuellem Zeitgeschehen. Wir waren gestern einkaufen. Und zwar beim lieben Kumpel mit dem großen A. Aldi. Und Aldi hat ja öfter mal ein paar Angebote, ne? Und da habe ich was gesehen. Guck mal hier. Barbecue-Gaskocher mit Piezo-Zündung 540er. Habe gesagt, nehme ich mit, packe ich mal aus. Wir gucken uns das Ding heute mal an. Kann das was? Ist es sein Geld wert? Ist das vielleicht sogar eine gute Sache? Und wenn das funktioniert, dann halt mir auch gleich noch einen Wok besorgt. Zack. Und wir machen heute ein kleines Pad-Grapau. Geil. Mit Hühnchen. Also was Schnelles, Leckeres, Thailändisches. Also Bobby checkt und Thailand ist am Start. Sonne kommt auch raus. Wenn ihr Bock drauf habt, zu sehen, ob das Ding was kann, dann bleibt einfach dran. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn, ne? Was haben wir hier? Also, was ich von außen erkennen kann, ist, wir haben einen Barbecue-Gaskocher. 6 kW, 3,2 Kilo ungefähr. Der Brenner ist aus Gusseisen, der Rest vom Korpus ist aus Stahlblech. Wir haben hier, was habe ich noch gesehen, 50 Millibar angesteuert. Wen es interessiert, ich würde sagen, wir packen erstmal aus und gucken, was in der Kiste drin ist. Also, wir lösen das von seinem Kleber und dann schauen wir einfach mal rein, ne? Was erwartet uns zuerst? Noch eine andere Kiste. Zack, ich hole das mal alles raus. Zack, ausgepackt. So, das ist drin. Relativ übersichtlich, die ganze Kiste hier. Wir haben ein Säckchen mit Schrauben. Dann haben wir hier den Gussbrenner. Der sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wirkt relativ wertig. Ich sehe gerade 3 Jahre Herstellergarantie. Und ist so der Klassiker, oder? Das sieht bei den teuren Dingern jetzt auch nicht ganz groß anders aus. Also vielleicht kann das tatsächlich was. Piezo-Zündung ist dran. Hier wird der Gasschlauch angelegt. Dann haben wir hier noch eine Regelung für die Höhe. Das gucken wir dann aber, wenn es zusammengebaut ist. Ja, und dann haben wir hier unseren Topfhalter quasi. Also das Ding steht in der Anleitung für Topf, Wok oder Pfanne. Könnt ihr natürlich rufstellen, was ihr wollt. Einen richtigen Wok, muss ich jetzt mal kurz sagen. Das weiß ich gar nicht, ob das passt. Ich habe hier eine Wokpfanne, die ist unten flach. Die habe ich gekriegt im Asia-Supermarkt meines Vertrauens, als ich gestern die Sößchen gekauft habe. Ob jetzt hier ein runder... Sitzen bleiben. Ob jetzt hier ein runder Wok wirklich raufpasst, kann ich jetzt so erstmal nicht sagen. Ich habe aber auch keinen runden da. Dann ist ein Gasschlauch dabei mit Druckminderer. Wir gucken mal von der Länge her. Zollstock ist nicht im Lieferumfang vorhanden. Sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Was schätzt ihr denn? 1,5 Meter oder was? Was ist das hier? Naja, guck mal. 1,60, 1,70. Also schon ordentlich lang. Das sollte reichen, um die Flasche auf den Boden zu stellen. Ja, wenn das Ding auf dem Tisch steht. Hier sind noch die Füßchen. Anleitung ist noch dabei. Also 4 Füße. Und wir gucken jetzt erstmal und schrauben das zusammen. Ich stoppe die Zeit und sage euch, wie lange das gedauert hat. Jetzt mal bitte Hashtag Wok unten in die Kommentare. Na, zack, Mini-Zeitsprung, Freunde. Das ging jetzt wirklich schnell, 3 Minuten ungefähr. Ihr habt hier 8 Schrauben, zack, pro Fuß 2 und dann, wie gesagt, diese selbstsichernden Muttern hinten. Also ihr braucht eigentlich nur einen Kreuzschlitzschraubendreher und dann läuft das auch. Das kriegt wirklich jeder hin. Die ganze Geschichte steht hier auch relativ stabil. Also tatsächlich stabiler, als ich gedacht habe. Das ist... kann man so hinstellen. So, dann brauchen wir noch 3 weitere Schrauben. Da dachte ich erst, es fehlt einer, weil hier sind 2 ein bisschen anders. Die sind so ein bisschen flacher. Und die dritte ist tatsächlich schon verbaut gewesen. Die ist nämlich hier oben drauf. Die müsst ihr euch rausschrauben, weil wir verbinden das Teil jetzt nochmal komplett quasi. Dafür die Schraube hier raus. Zack, ich habe ja die Anleitung gelesen. Dann müssen wir gucken, dass uns die Piezo-Zündung jetzt hier nicht wegfliegt. Oh, die ist aber lang. Zack. So, und dann wird das hier untergelegt. Und ihr dürft nicht vergessen, Papa hat 2 linke Hände, ne? So, und jetzt hier erstmal die erste Schraube rein. Na komm. Ich mach das mal. Oh, also die erste ist drin, so geht das auch. Mit 2 Händen ist das besser. Nee, mit 4, Freunde. So, und jetzt haben wir noch die anderen 2 Schrauben. Und hier muss ich sagen, das sieht jetzt hier erstmal nicht ganz so passend aus. Ihr seht, was ich meine, ja? Also die Schrauben sind da unten und müssen dann in den Brenner rein. Ich guck mal, ob sich das zusammenzieht. Also die 2 einfach auch nochmal reingeschraubt hier. Ja. Ah, Loch müsst ihr bloß finden. Da sollten aber Gewinde drin sein. Ja, schraubt sich was. Also wenn ihr hier ein bisschen geschraubt habt, dann zieht sich das auch ran. Das kann man schon mal sagen. Aber Freunde, hier gerade aufpassen. Zu fest ist ab. Und man merkt auch schnell, die Emaille von dem Blech ist hier schon mal abgeplatzt. Ne? Habt da schon mal ein bisschen Würze quasi. Okay, 40 Euro, Freunde. So, jetzt steht das ganze Ding.
Ja, das ist erstmal okay. Ich suche mir jetzt mal eine 5er Gasflasche. Das empfiehlt der Hersteller auf jeden Fall. Also nicht kleiner als 5 Kilo. Und dann schließen wir mal an, machen mal kurz eine Druckprüfung und dann werfen wir das Moped auch schon an. So, Schlauch ist angeschlossen. Ich habe jetzt hier mit ein bisschen Prielwasser mal eine kurze Dichtigkeitsprüfung gemacht. Wenn da keine Blasen rauskommen, dann ist das eigentlich okay. Zieht das bitte alles handfest an und nicht mit der Zange, ne? Aber wir kennen das schon. Haltet euch bitte, was das Gas und den Anschluss angeht, an die Herstellerangaben. Da seid ihr immer auf der sicheren Seite. So, jetzt habe ich schon mal geguckt, Gas ist drauf, keine Blasen da. Und jetzt habe ich hier mal ein bisschen gefummelt. Freunde, hier kann ich schon mal sagen, also der Drehrädchen gefällt mir eigentlich gar nicht. Das ist hier das dünnste Plastik, was du kaufen kannst. Da hätte man jetzt ein bisschen anders arbeiten können. Ihr müsst, damit Gas fließt, reindrücken und auf Plus stellen und dann gleichzeitig wahrscheinlich die Piezo-Zündung betätigen. Und wir haben einen Ampt. Also eine Flamme ist da. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann auf der Kamera, aber der Brenner brennt. Ich halte jetzt noch mal kurz und lasse jetzt los. Und der Brenner bleibt an. Das ist jetzt, ist das schon maximal? Ah, jetzt habe ich ihn abgewürgt. Nee, ist nur ein bisschen windig heute, wa? Das war auf kleinste Stufe, jetzt ist auf größte Stufe. Oh ja, und da kommt Druck raus. Jetzt merke ich ihn auch. Gut, also es brennt. Ich würde sagen, die Hardware haben wir jetzt gesehen. Aufbau ist kein Problem. Material könnte ein bisschen besser sein, natürlich, aber wir sind hier bei 40 Euro. Schreibt mir bitte gerne mal unten in die Kommentare, wenn ihr so einen Hocker-Kocher schon habt und wo ihr den gekauft habt, beziehungsweise was der dann kosten sollte, damit wir da im vernünftigen Materialbereich sind. Aber so erstmal zum Kochen scheint das vernünftig zu sein. Aber wir müssen es ausprobieren. Ich würde sagen, wir schnappen uns die Eisenpfanne und dann geht's mal los hier mit Teil. Wir gucken. Also ich habe den lieben Freund jetzt hier mal 2, 3 Minuten brennen lassen. Ich kann schon mal sagen, Wind ist nicht sein Freund. Dafür reicht die Energie von den 6 kW wahrscheinlich auch nicht richtig aus. Er ist nicht ausgegangen, aber er ist sehr, sehr anfällig für Wind. Und dann sage ich mir erstmal ein Bierchen geschnappt hier, Freunde. Ihr merkt, das geht hier. Es ist ja gut für einen Test, der Wind. Ne? Prost auf euch. Ja, denn auch zum neuen Barbecue-Kocher. Schmeckt jedes Bier besser aus nur deinem Barbecue-Glas. Werbung Ende. Freunde, das ist natürlich kein Placement, ne? Also Aldi bezahlt mich nicht dafür. Ich habe mir Dinge gekauft und ich wollte das einfach mal für euch testen. So, jetzt habe ich ja noch was gekauft dazu, und zwar beim Asia-Supermarkt meines Vertrauens. Einen Stahl-Wok-Pfännchen, also ein richtiger Wok ist es ja nicht, der müsste dann rund sein. Ist unten flach. Stahlpfanne für diesen Zweck, sollte die aber funktionieren. Die stellen wir jetzt mal hier rauf. Die ist vielleicht sogar schon wieder ein bisschen groß, habe ich gesagt. Sollte da also festhalten. Die steht jetzt hier nicht von alleine drinnen, ne? Die rutscht jetzt hier schon rüber. Ich habe schon Maße gesagt. Muss er mal den Zollstock rausholen, oder? Was haben wir hier überhaupt für Maße? Hocker Kocher hat 30 cm knapp. Ist jetzt hier alles grob. Mal 30 und eine Höhe von 14 cm. Und ihr seht, hier passiert schon was in der Pfanne. Ich bin jetzt kein Profi für Stahlpfannen einbrennen. Öl ein bisschen Hitze nehmen lassen, leicht Öl rein und das Öl jetzt erstmal ein bisschen verteilen hier in diesem ganzen Korpus, bis da schon mal ein bisschen Farbe entsteht, ne? Das machen wir jetzt mal. Und das geht doch relativ schnell. Wir versuchen jetzt mal so viel wie möglich hier erstmal schwarz zu kriegen. Bisschen Öl rein, Läppchen nehmen, ne, und leichten Ölfilm auftragen. Das können wir so 2, 3 Mal machen, bis wir hier eine schöne Patina haben erstmal. Zack, erneuter Zeitsprung. Wie gesagt, Freunde, ich bin nicht der Einbrennprofi für Eisenpfannen. Nehmt euch dieses Video nicht als Maßstab, ne? Die hat jetzt ein bisschen Farbe. Das kann man sicherlich besser machen mit ein bisschen mehr Mühe, aber das waren jetzt 10 Minuten. Das geht so, der Rest regelt sich beim Kochen. Was ich jetzt schon mal sagen kann, feuerfeste Unterlage ist auf jeden Fall wichtig. Unter dem Brenner wird es einigermaßen heiß und der Brenner an sich, guck mal, da blättert auch schon irgendwas ab. Eigentlich ist das ja Guss. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was da jetzt abblättert, aber irgendwas blättert da ab. Gut, wir benutzen das Ding jetzt aber erstmal und ich habe gesagt, wir machen was Thailändisches. Pad Krapao Gai. Da gibt es jetzt auch tausende Rezepte. Das Geil steht dann für Hühnchen. Dementsprechend brauchen wir ein bisschen Hühnchen. Also hier wunderschöne Brustfilets, klein geschnitten, Fleischer und der Koch, Freunde. Und dann habe ich alle geholt, was man im Asia-Supermarkt so bekommt. Also ich habe die normale Sojasauce. Ich habe hier eine Oyster-Sauce. Ich habe eine dicke, süße Sojasauce. Ein bisschen Fischsoße. Dann habe ich hier noch ein paar Frühlingszwiebeln, ordentlich Knoblauch, ein bisschen Chili und ein Ei. Das gehört klassisch dazu. Generell macht man das eigentlich auch mit Reis. Habe ich auch schon mal live gekocht, glaube ich. Wir haben heute Nudeln, also aus dem Asia-Supermarkt hier. Hier, oh, wartet, kommt hier rüber. Ah, komm, zack, da, Nudeln. Ne? Vorgekocht und warm. Das ist auch alles, was ihr braucht. Wir starten durch mit dem Ei. Und zwar ist klassisch dabei ein Deep Fried Egg. Also ordentlich Öl in die Pfanne, heiß machen und ein Ei frittieren. Also wieder angeschmissen mit Moppel, Hitze rauf. Ordentlich Öl in die Pfanne, da brauchen wir jetzt wirklich ein bisschen mehr. Weil wir wollen das ja deep fryen. Also mit Öl dürft ihr nicht sparen in der asiatischen Küche.
ist ja auch schon wieder ein bisschen günstiger geworden, ne? Dann geht das fast. Also, heiß werden lassen. Na, und Hitze geht hier tatsächlich ohne Wind relativ schnell. Na klar, Eisenpfanne und ein ordentlicher Brenner. Um zu testen, ob euer Öl schon gut ist, müsst ihr mal ein bisschen Holz reinpacken. Und wenn es anfängt, so Bläschen zu schlagen am Stiel, dann sind wir hier auf einer richtigen Welle, glaube ich. So, also Ei rein. Jetzt wird es wieder ein bisschen tricky. Wir versuchen jetzt da ein Spiegelei vernünftig reinzubekommen und am besten noch ohne Schale. Mal gucken. Und jetzt vorsichtig frittieren. So, und wir drehen das auch nicht um, sondern wir hauen uns einfach ein bisschen Öl über das Ei noch rüber. Passt auf, ist wirklich eine heiße Geschichte hier. Und auch bei mir klappt nicht immer alles. Mein erstes Ei ist mir unten ein bisschen angehackt. Das sollte nicht passieren, aber so sieht das schon gut aus, oder? Vorsicht. Zack. Ja, so reicht uns das völlig aus. Ei wieder raus. Guck mal, ist es nicht niedlich? Mit einem größeren Ei funktioniert das sicherlich besser. Ihr könnt auch zwei, drei draus machen, aber eigentlich essen wir heute nur zu zweit und Saskia will heute kein Ei. So, Öl war jetzt ein bisschen viel, also wieder raus aus der Pfanne. Ja, und mit ein bisschen weniger Öl geht es jetzt weiter und wir braten uns an Chili. Ja. Und unseren Knoblauch. Den schon mal schön ein bisschen Hitze nehmen lassen hier. Das geht übrigens, ne? Also ihr könnt hier so ein bisschen, nach vorhin hat es geklappt, ankippen. Also das funktioniert. So, hier mal schön Röstaromen entwickeln lassen. Ja, und da kommt auch gleich ein ordentlicher Geruch raus und ich fühle mich asiatisch, Freunde. Tatsächlich. Sehr schön. Oh, das duftet, das duftet. Hier kommt eine richtig schöne Hitze raus aus der ganzen Kiste. Und was mir gerade so im Blick über die Zutaten aufgefallen ist, ich habe das Wichtigste für dieses Rezept tatsächlich vergessen in der Küche. Und zwar, wir brauchen noch heiliges Basilikum. Heik natürlich auch besorgt, ist eine ganz, ganz wichtige Zutat, die muss da mit rein. Aber erstmal jetzt Hähnchen dazu. Zack. Und das jetzt auch mal schön 2, 3, 4, 5 Minuten anhacken hier. Ah, zack. So, 5 Minuten später. Freunde, und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so stark begeistert. Ne? Jetzt hört sich zwar wieder ganz gut an, aber der Brenner ist uns zweimal ausgegangen vom Wind und er hat einfach nicht genug Leistung. Ne? Das köchelt hier zwar alles vor sich hin, aber ich wünsche mir deutlich mehr Power. Also gerne mal unten in die Kommentare schreiben, welcher Brenner am meisten Power hat, weil Wokkochen an sich ist geil. So, ich habe jetzt hier noch heiliges Basilikum. Hört ihr mich noch hören eigentlich? Hier, da. Warum das heilig ist, Freunde, kann ich euch auch nicht sagen. Das haben wir bekommen. Wenn ihr das nicht habt, dann kauft euch normales Basilikum und sprecht es heilig. Kommt mir ein bisschen zitroniger vor tatsächlich. Das braucht aber auf jeden Fall. Ansonsten, Wokkochen ist eine geile Geschichte. Und wir fangen jetzt schon mal an zu würzen. Und zwar mit unseren Sößchen. Dazu kommt da rein die dunkle Sojasauce. Das machen wir jetzt wieder frei nach Schnauze. Zack. Die normale Sojasauce. Ja, und ihr hört, der Brenner kämpft. Ein bisschen Oyster. Zack. Und ein Müh. Fischsoße. Damit bitte nicht übertreiben, das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber dementsprechend gibt es hier auch so ein kleines. Also, zack. Ein bisschen Fischi-Fischi. Und das jetzt auch nochmal schön mit einwocken. Also, der Duft ist wirklich genial, Freunde. So, bringen wir es zu Ende. Heiliges Basilikum. Wie gesagt, ganz zum Schluss rein. Das soll jetzt auch nicht so zusammenfallen. Einfach nur mal ganz kurz untergehoben. Wir wollen da noch ein bisschen Frische mit drin haben. Zack. So, Nudeln dazu. Ja. Die auch mal kurz unterbringen hier. Na komm. Oh, herrlich. Herrlich. So, noch ein kleines Händchen von ein bisschen Zwiebeln. Die sind aber auch optional. Zack. Einmal durchgezogen. Teller fertig machen, anrichten und futtern. Es duftet fantastisch und Wokgrillen ist geil, Freunde. Das ist mein fertiger Teller, Freunde. Also ich würde sagen, im Ergebnis und im Tellerbild, da sind wir schon ganz weit vorne. Ne? Wir probieren jetzt aber nochmal kurz. Ihr müsst ja wissen, dass man das auch essen kann. Wie gesagt, klassischerweise mit Reis, mit Nudeln geht aber genauso. Mmh. Oh, wie in Thailand, Freunde. Schön auf Bobby-Style. Kann man mal machen. Wartet, noch ein bisschen frittiertes Ei. Na komm. Ja. Ach, mit dem Finger. Aber ich möchte ja nicht mehr quatschen, ich möchte essen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
Also thailändisch und Wokken geht immer. Zu diesem Gerät. Ihr habt es gesehen. Ich habe damit tatsächlich so meine Probleme. Ich würde ihn mir wahrscheinlich nicht nochmal kaufen. Mir fehlt da ein bisschen die Wertigkeit und vor allen Dingen fehlt mir der Druck. Also da kann man deutlich mit mehr KW arbeiten, damit das beim Wok auch wirklich Sinn macht. Das Ding hier für 40 Euro, ja. Auf dem Campingplatz als kleines Pfennenköcherchen dazu oder was, kann man jetzt sicherlich mal machen für die richtigen Wok-Nummern. Ne, schreibt mir mal gerne jetzt unten in die Kommentare wirklich, was ihr mir empfehlen würdet als Wokkocher, weil ich möchte viel mehr wokken. Denn wokken ist geil. Ja, Freunde, wenn euch dieses kleine Test und Unboxing und Teil-Video gefallen hat, dann macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like oder Abo. Mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern und seinen Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby. 030 Barbecue. Pat Grapau. Geil. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.